Langsam erliegt Ray der Dunkelheit. Und auch Thomas wird vom Succubus angezogen. Warum nur sind wir an diesem verfluchten Ort gekommen? Ich habe sie gedrängt zu gehen, aber meine Brüder stehen im Bann des Call of Juarez. Es geht nicht nur um das Gold. Es geht um das Mädchen. Es macht mir Angst, wie Ray sie ansieht. Und auch wenn Thomas seine Gefühle noch nicht gezeigt hat, kann ich sehen, wie sie ihn ansieht. Ich fürchte, was in Arkansas geschah, wird auch hier geschehen. Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Call of Juarez Bounden Blood. Ja, was in Arkansas geschah, kann auch wirklich hier geschehen. Aber das werden wir alles noch erfahren, wie das sich, wie das alles passieren wird und so. Wir sind ja noch am Anfang des Spiels. Sag Bescheid, wenn du fertig bist. Mendoza wartet auf uns. Wir haben Zeit. Wir haben massig Zeit. So, hier ist noch ein kleiner Waffenladen. Hier können wir noch ein paar Aufträge annehmen. Das werden wir auch tun, aber zuerst möchte ich ein paar Waffen kaufen. Kaufen? Oder stellen? So, erst einmal die gute Shotgun kaufen. Sonst gibt es hier auch keine Waffen, die mich interessieren. Okay. Das werden wir jetzt erst tun. Was ist das? Belohnung für die Wiederbeschaffung von Diebesgut. Ich werde als erstes die Mission machen, Belohnung für das Zurückbringen des Viehs. Aus den Regierungsstellen in San Lorenzo wurden am 12. Juli 1866 40 Stück Vieh gestohlen. Die für den Raub verantwortliche Flores Gang treibt das Vieh in Richtung Grenze. Als Belohnung werden 1 Dollar für jedes Tier und 200 Dollar für das Ausschalten der Gang ausgesetzt. Annehmen. Hier ist ein Pferd. Wo muss ich lang? Da lang. Bevor wir das machen. Also hier in dem Kapitel ist es echt extrem unfair versteckt mit den Geheimnissen. Man muss hier schon wirklich extrem viel suchen. An die Grenzen von diesem Level gehen. Und damit meine ich wirklich an die Levelgrenzen gehen. Und zwar bis dort hinten zu den Bergen. Bis da. Überall entlang reiten, da findet man irgendwann mal hier Dingens. So ein Gerüst, wo man dann raufklettern muss und ja. Dann findet man da ein Geheimnis, wenn man Glück hat, ein Geheimnis. Es gibt, glaube ich, mehr als nur ein Gerüst bei den Bergen. Das heißt, möchte ich mal gucken, ob hier ein Geheimnis ist. Oder eine Truhe. Ja, eine Truhe ist hier. Aber nur Geld. 14 Dollar. Ist ja jetzt nicht so viel. Aber zumindest etwas. Ich habe das ein paar Mal gemacht, bin hier richtig viel herumgeritten, so, und irgendwann habe ich mir gesagt, keinen Bock mehr. Scheiß auf die Geheimnisse. Aber ich habe ja eh nie alle Geheimnisse geholt. Auch wenn ich das hier unzählige Male durchgespielt habe. Also man muss schon wirklich extrem das Spiel suchen, und am Anfang habe ich gar nicht gewusst, dass man hier Geheimnisse finden kann. Aber ich habe das Spiel auch mehr wegen der Story gespielt, weil die Story sehr gut gemacht ist, das Szenario sehr gut. Also ich mag so Wild West Spiele, deshalb mag ich auch Red Dead Redemption sehr. Hier müssen wir jetzt sehr weit reiten. Das nervt ein bisschen, dass man hier viel reiten muss. Vor allem, wenn man den Auftrag erledigt hat, muss man auch noch zurückreiten und so. Das nervt ein bisschen. Aber auch nur ein bisschen. Ah.
Der ist nicht in meiner Reichweite, aber ich in seiner. Der hat mich jetzt fast getötet. Das ist nicht gut. Ich speichere hier mal. Mit einem Quicksave. Denn ich habe keinen Bock, jetzt zu sterben und dann wieder zurückzureiten. Also hier hinzureiten, meine ich. Denn hier kann es vorkommen, dass man noch stirbt. Also, ich meine, hier ist die Chance halt ziemlich hoch, dass man stirbt. Weil hier hat man wenig Deckungsmöglichkeiten. Und die kommen jetzt auch noch aus dem Hinterhalt. Ich hoffe, ich habe jetzt kein Tier getötet. Der Konzentrationsmuster kann hier auch zum Verhängnis werden. Denn, ja, wie ich halt eben vorgelesen habe, mit für jedes Tier, was überlebt, kriegt man halt einen Dollar. Und, ja, das ist halt ein zusätzlicher Anreiz, alle Tiere am Leben zu lassen. Ich habe jetzt extra den dort hinten nicht getötet. What? Fuck. Okay. Das ist halt eine böse Stelle halt, wo man schon wissen muss, wo die alle sind. Und seht ihr, ich hätte jetzt mir hier hinreiten müssen und dann alle wieder töten. Also, also ich hätte jetzt wieder hier hinreiten müssen, das wäre halt ein bisschen nervig. Verdammt, der ist nicht gestorben. Besser als ein Feigling als ein Bandit. Besser ein Feigling als tot, meine ich. Liegst du nun, ne? So, ich speichere jetzt hier nochmal. Ich echt keinen Bock habe, das alles zu wiederholen. Falls ich wieder sterbe. Was ich meine, ich hoffe. Toll. Man kann die, glaube ich, auch zurückwerfen. Also das Dynamit. Kann man, glaube ich, auch zurückwerfen. Sicher bin ich mir da jetzt aber nicht. Toll, bring das Vieh um, ne? Ist ja nur Geld, was ich verliere. War hier nicht noch einer? Okay. Jetzt sollte gleich ein Checkpoint kommen. Hä? Von wo, bitte? Von da. Na, er hat sich echt mies versteckt. Komm schon, gleich muss doch der Checkpoint kommen. Jetzt müsste er gleich kommen. Ja, Checkpoint. Okay, hier muss man echt aufpassen. Denn hier stirbt man sehr, sehr schnell, wenn man nicht aufpasst. Und es wäre jetzt schon, wie dieser Kampf enden wird. Hm? Wer weiß es. Ich habe schon unzählige Kugeln auf ihn geschossen. Der ist immer noch nicht tot.
Das echt die böse, das die extrem böse Stelle. Diese Stelle, ne? Der hat ja eine so gute Sicht auf uns, dass der uns sehr schnell töten kann. Hier ist ein Gewehr, ja. Sehr, sehr, sehr nützlich. Wenn man halt mit dem Gewehr halt genauer zielen kann. Ist auch immer zufällig, wo der jetzt auftaucht. Nein! Verdammt! Das ist echt eine böse Stelle. Aber dagegen kann man halt nichts machen. Damit muss man leben. Es kann auch mal vorkommen, dass er zweimal oder mehrere Male an derselben Stelle rauskommt. Ist halt, wie gesagt, zufällig, wo der jetzt, also hinter welchem Stein er jetzt vorkommt. Nein! Bedeutet dir das Vieh der Regierung so viel, dass du dafür sterben willst, Gringo? Zieh deine Waffe! Geschafft. Noch an dieser kniffligen Stelle. So. Den hätten wir besiegt. So, jetzt sollten wir auch unser Geld bekommen. Auftrag erfüllt. So, 212 Dollar haben wir bekommen. Jetzt könnten wir das Vieh eigentlich auch töten. Und soll ich dich töten? Nee, so gemein bin ich nicht. Das ist nur ein Tier. So was macht man doch nicht. So. Ich brauche jetzt ein Pferd. Ich weiß, da hinten war ein Pferd, aber das hatte keinen Sattel. Aber das hat einen Sattel. Ich glaube, mein Pferd ist mittlerweile auch weg. Ja, das ist weg. Schade. Aber ist ja auch egal. Man findet ja immer wieder ein Pferd. Da haben die Entwickler auch mitgedacht, dass wenn das Pferd halt verschwindet, dass man halt ein neues braucht. Ach ja, und das passiert manchmal auch, dass man angegriffen, aus heiterem Himmel angegriffen wird. So. Nein! Ich wieder hoch. Ach. Scheiß drauf. Wir gehen jetzt einfach wieder zum Waffenladen. Uns ein bisschen Munition, dann nehmen wir auch noch den nächsten Auftrag an und danach wieder den nächsten Auftrag. Es sind ja nur halt drei Aufträge. Die kann man ja ruhig machen. Und wer das nicht sehen will, kann gerne den Part überspringen. Hätte ich vielleicht am Anfang des Parts sagen sollen. Aber jetzt ist eh zu spät. Von daher ist es auch egal. Das ist nichts drin. Gut, wir werden den nächsten Auftrag erst in der nächsten Episode, erst im nächsten Part von Call of War Respawn and Blood annehmen. Tschüss.